Herzlich willkommen zu einem Beitrag im Rahmen des Biodiversitätsseminars der Biologiefakultät an der LMU München. Im Zusammenhang mit den Begriffen Klimawandel, Umweltverschmutzung und Artensterben fällt häufig das Stichwort Biodiversität. Doch was ist das eigentlich? Warum brauchen wir sie? Und vor allem, wie können wir sie erhalten? Lasst uns vielleicht zuallererst mit der Definition des Begriffs Biodiversität beginnen. In fast allen Fachzeitschriften und Büchern wird sie sehr ähnlich beschrieben, und zwar wie folgt. Biodiversität ist die Vielfalt der Arten, aber auch die genetische Vielfalt innerhalb dieser Arten und die Vielfalt der Lebensräume. Im folgenden Video wollen wir uns noch mit vielen weiteren Fragen rund um das Thema beschäftigen. Dabei werden wir uns vor allem mit der Bedeutung von Biodiversität für die Stadt München und ihr Umland auseinandersetzen. Als ersten Gast möchten wir euch Herrn Professor Dr. Schrödel vorstellen, der uns einige Fragen aus wissenschaftlicher Perspektive beantworten wird. Professor Michael Schrödel leitet die Sektion Weichtiere an der Zoologischen Staatssammlung München, lehrt vor allem Artenvielfalt und Meeresbiologie an der Fakultät für Biologie der LMU, ist Mitglied des GeoBioCenters der LMU und sitzt im Beirat von Scientists for Future. Privat setzt sich Professor Schrödel für biologische Vielfalt und Artenforschung ein. Um auf den Verlust von Biodiversität aufmerksam zu machen, verfasste er die Bücher Biodiversität und Unsere Natur stirbt. Unsere erste Frage an Herrn Schrödel ist, warum die Biodiversität denn überhaupt abnimmt? Da gibt es viele Gründe, aber die drei Hauptgründe sind Lebensraumverlust an Stelle 1. Also Leben braucht Lebensraum, und wenn der gestutzt, vernichtet, abgebrannt, verseucht wird, dann schaut es nicht mehr gut aus mit der Biodiversität. Und Stichpunkt Verseuchung bringt uns gleich zu Punkt 2. Das ist einfach Umweltverschmutzung im weitesten Sinne. Vergiftung, Verschmutzung, Verseuchung von Lebensräumen, also Klimawandel, wird immer mehr ein entscheidendes Element. Und wie sieht es mit der Artenvielfalt der Stadt München aus? Es wird ja immer gesagt, München sei so grün, kann ich nicht bestätigen. Also in der Studie, die letztens rauskam, steht München auf Platz 1 der ungrünsten Städte im Sinne von Grünfläche versus versiegelter Fläche. Also sogar noch vor vielen, also eigentlich vor allen Städten aus dem Ruhrgebiet, ja, wo man ja immer denken könnte, die sind viel verbauter als München. Also es täuscht in München. Ja, es ist tatsächlich so, wir kennen die großen Grünzüge, Englischer Garten, überhaupt das Isartal, und dann gibt es im Norden sehr wertvolle Heideflächen und Lohwälder. Das ist alles wunderbar, und trotzdem hat München 46% versiegelte Fläche und ist Nummer 1 im Städteranking. Und alles, was wir uns sonst immer einbilden, wie toll München im Sinne der grünen Fläche ist, ist leider Schönfärberei oder eben Wunschdenken. Herr Schrödel beschreibt also, dass die Stadt zwar nicht unbedingt ein Paradies für Arten ist, er erklärt uns aber, dass sich hier trotzdem erstaunlich viele Arten tummeln. München hat ungefähr 300 Quadratkilometer Fläche, und da spricht man von 9.000 bis 10.000 Tier- und Pflanzenarten, die es hier geben soll. Und das ist doch sehr viel. Das ist ungefähr ein Viertel der Arten, die man in Bayern kennt. Also für so eine klitzekleine Fläche im Vergleich zur Fläche von Bayern und auch noch versiegelt, zumindest fast zur Hälfte, ist das doch sehr erstaunlich viel. Er kritisiert im Bereich der Artenvielfalt aber auch eine unzureichende Datenlage und nennt eine Bioinventur als möglichen Ansatz. Um herauszufinden, was die Stadt plant oder auch in die Tat umsetzt, um die Biodiversität Münchens zu erhalten oder sogar wieder zu erhöhen, haben wir uns das Konzept der Stadt genauer angesehen. Die Biodiversitätsstrategie München stammt vom Referat für Gesundheit und Umwelt und wurde gemeinsam mit Naturschutzverbänden entwickelt. Das Gerüst besteht aus den drei Grundpfeilern Bestand erhalten, naturbewusst handeln und Natur entwickeln. Um das Naturerbe zu pflegen, bemüht sich die Stadt, das Biotopnetzwerk zu verbessern. Es ist nämlich nicht ausreichend, wenn nur einzelne Habitate wie Inseln geschützt werden. Arten müssen zwischen diesen Habitaten wandern können. Besonders für Pflanzen stellen beispielsweise alte Bahnstrecken solche verbindenden Korridore dar. In München ist der alte Rangierbahnhof im Norden ein Beispiel. Hier kommen Tiere und Pflanzen der Roten Liste vor. Im zweiten Bereich, dem naturbewussten Handeln, agiert die Stadt vor allem bildend und weist zum Beispiel durch Schilder oder Aufklärungstafeln auf besondere Bedürfnisse der Landschaften
und der dort lebenden Tiere hin. Aber auch in städtischen Kindergärten oder Grundschulen steht die Bildung über Natur und Arten auf dem Lehrplan. Im Bereich der Entwicklung der Natur setzt die Stadt zum einen auf Kompensation. Diese finden zum Beispiel in Form von Auflagen für große Bauprojekte, die anderswo Flächen für die Natur zur Verfügung stellen müssen, statt. Zum anderen wird auch aktiv Vielfalt gestaltet. Akteure sind hier zum Beispiel die städtischen Gärtnereien, die vermehrt auf artenreiche Beete setzen. Ein anderes und vielleicht mit das wichtigste Projekt der Stadt war und ist die Isar-Renaturierung. Bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Anstrengungen unternommen, den einst wilden Fluss zu zähmen und zu begradigen. Vor allem zur Energiegewinnung durch Wasserkraftnutzung ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde entlang weiter Teilstrecken die Wildnis der Isar gegen Effizienz und Regulierbarkeit eingetauscht. Über 100 Jahre lang blieb vom einst gefährlichen Wildfluss nicht mehr als ein gerader Kanal, der durch die Stadt führte. Durch diese Maßnahme gingen Nebenarme, Auengewässer, Kiesufer und Kiesinseln weitgehend verloren. Mit diesen früher typischen Habitaten schwanden auch viele Tier- und Pflanzenarten oder wurden zumindest selten. Einige wenige Kulturfolger wie die Stockente blieben. Heute sind entlang der Isar wieder deutlich mehr Tiere und Pflanzen beheimatet. Viele Enten- und Gänsearten fühlen sich in der renaturierten Isar im Herzen Münchens sichtbar wohl. Die eigentliche Artenvielfalt der Isar bleibt den meisten Beobachtern aber wohl doch eher verborgen. Denn ein großer Teil der Arten ist relativ unauffällig oder klein. Viele Arten lassen sich auch erst unter der Wasseroberfläche entdecken. Der Wasserkörper wird von zahlreichen Fischarten beherrscht. Typischerweise kommen in der Isar Fische vor, die kühles, schnell fließendes und sauerstoffreiches Wasser benötigen. Besonders eine gut strukturierte Flusssohle ist von äußerster Wichtigkeit für viele Fischarten. Vor der Renaturierung fehlte eine solche Struktur weitgehend. Heute finden sich in der Isar auch im Münchner Raum wieder Fische wie die Esche, der Huchen oder die Nase. Durch die Gestaltung der Isarsohle mit größeren und kleineren Steinen entsteht eine Variation an Mikrohabitaten, die das Potenzial hat, die Biodiversität von Gewässerorganismen um ein Vielfaches zu erhöhen. Vor allem auch die ausgesetzten Säuberungsmaßnahmen stellen einen wichtigen Punkt dar, um der Isar ihren natürlichen Charakter wiederzugeben. Angeschwemmte Baumstämme und Aststücke erhöhen die Diversität an möglichen Lebensräumen in und an der Isar zusätzlich. Das Entstehen von flachen Ufern, Kiesinseln und Bänken sowie die Rampen aus Steinblöcken tragen außerdem zu einem verbesserten Hochwassermanagement bei, welches von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung des Isar-Renaturierungsprojektes war. Hochwasserschutz stellte bereits während der Begradigung der Isar ein zentrales Argument dar und rechtfertigte viele der Begradigungsmaßnahmen im 19. Jahrhundert. Das Ziel der Renaturierungsmaßnahmen war es, die enorme Kraft der Wassermengen womöglich zu bündeln und zum Beispiel für Energieerzeugung nutzbar zu machen, gleichzeitig aber diese Kraft durch gezieltes Hochwassermanagement zu kontrollieren. Ein weites Flussbett verbessert den Hochwasserdurchfluss erheblich, gibt aber eben auch isartypischen Tier- und Pflanzenarten eine Chance auf naturnahe Lebensbedingungen und Lebensraumvielfalt. Neben dem Wasserkörper an sich stellen vor allem auch die Uferregionen einen wichtigen potenziellen Lebensraum für Pflanzen und Tiere dar. Kiesbänke bieten zahlreichen Organismen wie dem braunen Sandlaufkäfer einen Lebensraum. Hier lassen sich aber endlich auch wieder viele Wildkräuter, Gräser und andere Pflanzenarten finden. Indikatoren für eine intakte Wildflusslandschaft können zum Beispiel Gewächse wie die Silberwurz oder die deutsche Tamariske sein. Gerade die weitläufigen Übergangszonen im Uferbereich bieten gegenüber steilen Ufern in kanalartigen Flussbetten vielen Organismen einen Lebensraum, der durch die Isar-Renaturierung wieder entstanden ist. Je nach Stabilität der Uferstruktur und Jahreszeit unterliegen die Uferbereiche einem stetigen Wandel aus Entstehen, Bestehen und Veränderung. Damit können sie dazu beitragen, auch Pioniergewächsen eine Chance zu bieten. Selbst in der Nähe des Deutschen Museums, wo noch immer fest verbaute Uferabschnitte eine tiefgreifende Annäherung an natürliche Flussufer verhindern, bieten Fels- und Erdaufschüttungen zumindest Ansätze für eine zurückkehrende Artenvielfalt. Mitten im Stadtgebiet Münchens unterliegt die Isar einem beinahe übermächtigen Erholungsdruck seitens der Bevölkerung. Die 8 Kilometer lange Strecke zwischen der Großhasselloher Wehranlage und dem Deutschen Museum wurde dahingehend erneuert, Hochwasserschutz, Erholungsmöglichkeit und Artenvielfalt zu vereinen. Aber gerade in diesen intensiv genutzten Gebieten
zieht die Artenvielfalt gegenüber Erholungssuchenden leider auf den Kürzeren. Versuche, dies zu ändern, wurden zwar gestartet, zeigen aber bis heute eher mäßige Erfolge. Ein erfolgreiches Beispiel ist die sogenannte Weideninsel. Sie befindet sich im Herzen der städtischen Isar und lässt sich von den äußerst beliebten Freitreppen der Wittelsbacher Brücke und der Reichenbachbrücke aus gut erblicken. So gut und wichtig das Projekt Isar-Renaturierung in den 11 Jahren bis 2011 für die Artenvielfalt und den Gewässererhalt in München war, so fehlt es seither doch an einigen wichtigen Maßnahmen. Kritikpunkte, die an dem Projekt Isar-Renaturierung häufig genannt werden, sind ein fehlendes Gesamtkonzept der Umgestaltungsmaßnahmen, die Tatsache, dass Maßnahmen nur entlang eines relativ schmalen Bereichs der Gesamtlänge und auch nur für Teilabschnitte des Fließgewässers ergriffen wurden. Außerdem fehlt es vor allem an weiterführenden Monitoring-Prozessen, um den Versuch der Biodiversitätserhöhung messbar zu machen. In Zukunft bleibt trotz des bereits bewältigten Megaprojekts also noch einiges zu tun. Vor allem gilt es aber, Geduld mit oft langsamen, natürlichen und naturnahen Prozessen zu haben. Vollständig zu ihrer alten Wildheit und Artenvielfalt zurückkehren wird die Isar im Stadtgebiet München wahrscheinlich nicht mehr. Zu hoch sind der Erholungsdruck durch die Bevölkerung und zu individuell und anspruchsvoll sind einige der früher typischen Habitatstypen und Nischen, die nur sehr langsam in einem natürlichen Prozess wachsen konnten. Dennoch zeigt das Projekt Isar-Renaturierung eindrucksvoll, welche großartigen Ergebnisse erzielt werden können, wenn Bevölkerung und Politik zusammenarbeiten, um der Natur, der Artenvielfalt und natürlichen ökologischen Prozessen mitten in der Stadt wieder einen Platz einzuräumen. Nicht der enge, vorgegebene Kanal, sondern ein freies und natürliches Flussbett der Isar stellen eine Bereicherung für Mensch und Artenvielfalt in München dar. Denn Biodiversität und menschliche Freizeitgestaltung und Erholung schließen sich nicht aus, sondern begünstigen sich gegenseitig. Selbst dieses großartige Projekt schafft es jedoch leider nicht, die bereits angeschnittenen Defizite, die eine Großstadt in puncto Artenvielfalt ebenso mit sich bringt, komplett auszugleichen. Wir haben Herrn Schrödel gefragt, wie er die Schwächen der Lebensräume innerhalb der Stadt einschätzt. Der Trend ist ganz klar, München wird nachverdichtet, wird nachversiegelt und das wird sich vermutlich in nächster Zeit auch nicht ändern. Also Lebensraumverlust einerseits, aber andererseits natürlich auch die Lebensräume, die da sind, verschlechtern sich auch meiner Meinung nach pauschal. Einfach durch Düngereintrag über die Luft, also Stickstoffverbindungen, über Feinstaub, über Freizeitnutzung. Das, was wir Menschen halt natürlich auch brauchen, ist in der Stadt eben massiv. Und der Erholungsdruck etc. konzentriert sich auf die Flächen, die eigentlich noch gute Biotopflächen wären. Deswegen ist München und sind Großstädte meiner Meinung nach überhaupt nicht die Rettung der Biodiversität, nicht die letzten Oasen im landwirtschaftlichen Monokulturenmeer. Was wäre Ihrer Meinung nach eine Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken? Wir brauchen viel mehr streng geschützte, großräumige Schutzgebiete. Und wozu brauchen wir diese Schutzgebiete genau? Ja, Schutzgebiete sind natürlich eben jener Lebensraum, auf den jede Art eigentlich angewiesen ist. Und je spezifischer so die Anforderungen sind, desto sensibler reagieren die Arten, wenn sich der Lebensraum verändert. Das versucht man durch Naturschutzgebiete eben zu vermeiden. In München gibt es 4 Natur- und 13 Landschaftsschutzgebiete. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Naturschutz und einem Landschaftsschutzgebiet? Steckt jetzt schon mal im Namen, ja. Im Landschaftsschutzgebiet wird primär die Landschaft geschützt, also mit Mensch und Tier und Land- und Forstwirtschaft, wie es denn so ist. Und im Landschaftsschutzgebiet ist alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist, kann man sich so als Daumenregel merken. Ja? Im Naturschutzgebiet ist es andersrum, da ist eben die Natur inklusive des Lebensraums, also Lebewesen und ihr Lebensraum geschützt. Und da ist so gut wie alles verboten, außer es ist explizit erlaubt. Ein solches Landschaftsschutzgebiet ist unter anderem die Aubinger Lohe. 2004 kaufte die Stadt München die land- und forstwirtschaftlichen Flächen rund um das Gut Freiham, um sie als ökologische Ausgleichsflächen zu nutzen. Die Aubinger Lohe liegt im Münchner Westen und grenzt an das Aubinger Moos.
Hier befinden sich besonders wertvolle Feuchtgebiete, die mit Bächen miteinander verknüpft sind. Bereits 2001 hat der Münchner Stadtrat ein Arten- und Biotopschutzprogramm gestartet. Ziele hierbei sind der Erhalt und die Entwicklung der verbliebenen typischen Lebensräume im Aubinger Moos. Alte Streuwiesen bekommen eine Pflegemaat, um eine Verbuschung zu verhindern. Futterwiesen sollen naturverträglicher gestaltet werden. Auch Bäche und Bachufer sollen naturnäher entwickelt werden. In der 12.000 Hektar großen Aubinger Lohe findet man über 30 seltene Tier- und 70 seltene Pflanzenarten. Ein solches Tier ist zum Beispiel die Waldeidechse. Sie ist auch als Berg- oder Mooreidechse bekannt. Ihr Lebensraum ist bodennah und umfasst vor allem feuchtes Gestrüpp, Totholz oder Steinhaufen. Die Hauptnahrung der Waldeidechse bilden kleine Insekten und Spinnen. Sie ist die kleinste heimische Eidechsenart. Charakteristisch ist ihr sogenanntes Halsband, eine Reihe großer Schuppen an der Halsunterseite. Waldeidechsen leben meist an Waldrändern und Waldlichtungen. Als einzige heimische Eidechsenart ist die Waldeidechse ovovivipar. Sie legt also keine Eier, sondern gebärt ihre Jungen lebend. Nach der Geburt sind diese sofort völlig selbstständig. In der Abenddämmerung kann man sogar Biber beobachten, die das Landschaftsbild von Bachufern prägen. Mit ihren kräftigen Nagezähnen sind sie die Holzfäller unter den Tieren. Aber auch viele andere faszinierende Tiere und Pflanzen gibt es im Aubinger Moos zu sehen. Von jeder Pflanzenart hängen im Durchschnitt 10 Tierarten ab. Deshalb ist es sehr wichtig, nicht nur die Tiere, sondern auch die Pflanzen zu schützen. Genau das wird im Rahmen des Projektes Bayernnetz Natur von der Stadt München gemeinsam mit anderen Umweltengagierten und Vereinen wie dem Landesbund für Vogelschutz angestrebt. Aber damit wir auch zukünftig die Vielfalt erleben dürfen, ist es wichtig, ein Schutzgebiet zu schützen. Wie können wir denn da gemeinsam mithelfen? Zuallererst soll man natürlich sensibel sein für die Natur, die man schützen will, und halt auch unangebrachte Störungen vermeiden. Das heißt, man soll sich schon an die örtlichen Regeln halten, soweit es eben möglich ist, ja, oder man soll sich einfach vernünftig verhalten und versuchen, möglichst wenig die Natur zu beeinträchtigen und halt nichts hinterlassen, das ist ja eh klar, ja, also möglichst viele Eindrücke mitnehmen und möglichst wenig hinterlassen von dem eigenen Besuch. Auch bei Naturschutzgebieten gilt es eben, die kommen nicht einfach so, ja, also meistens war irgendein öffentlicher Druck dahinter, dass man halt bestimmte Gebiete zum Naturschutzgebiet gemacht hat, und dieser öffentliche Druck würde auch heute noch funktionieren, ja, also wo immer es schöne, naturnahe Flecken gibt, und das kann ein Stück Wald sein, wo es noch alte Bäume gibt, wenn es wo Stückchen gibt, dann kann man sehr wohl einfordern, die doch wirklich konsequent unter Schutz zu stellen. Und wie das dann heißt, ob das dann ein Naturwaldreservat wird oder ein Naturschutzgebiet oder ein geschützter Landschaftsbestandteil oder so, da gibt es ja viele Kategorien. Hauptsache ist, man sensibilisiert, macht Druck, und dann eventuell bekommt eben eine Gegend einen Schutzstatus, den es vorher nicht hatte. Die Stadt ist jedoch nicht nur die Stadt, sondern auch das Umland. Hier ist der Punkt Landwirtschaft Zentrum der Diskussion rund um Biodiversität. Inwiefern hängt Landwirtschaft mit Biodiversität zusammen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir zwei Landwirte aus dem Münchner Umland befragt. Ich bin Michael Holzmann, bin Biogärtner. Wir machen hier am Hof Bad Letten seit 30 Jahren biologischen Gemüsebau. Ich bin Hans Urban, Biobauer hier in Eurasburg und forstpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion in München oder für Bayern. Zuallererst fragen wir uns, wieso es überhaupt ein Problem sein kann, Landwirtschaft mit Biodiversität zu vereinbaren. In Bayern in den letzten 70 Jahren 5 Millionen Streuobstbäume verloren, weil wir einfach unsere landwirtschaftlichen Flächen begradigt haben. Gesagt haben, was ist produktiv? Ja, nur die Ackerfläche ist produktiv. Der Streuobstbaum macht
jetzt praktisch mehr oder weniger auf die Füße. Dieser starke Monokulturanbau, der jetzt aktuell praktiziert wird, sorgt dafür, dass sehr viele Arten verschwinden. Einmal durch die großen, überdimensionierten Maschinen, die große Schlagkraft, die dafür sorgt, dass sehr große Flächen in sehr kurzer Zeit gemäht oder bearbeitet werden. Im Grünland ist es so, dass viele Arten gar nicht mehr zum Ausblühen kommen, weil sie vorab abgemäht werden. In früheren Zeiten waren die Schlaggrößen kleiner, die Betriebe haben länger gebraucht, um Flächen abzuernten. Und da ist immer irgendwas stehen geblieben, was dann als Nahrung für die Insekten gedient hat. Diese Strukturelemente verschwinden alle aus der Landwirtschaft, weil sie den Landwirten bei der Bearbeitung ihrer großen Felder eigentlich im Weg sind. Und der Nutzen dieser ganzen Tiere, dieser Biodiversität, wird von den meisten Landwirten leider nicht gesehen. Auch im Ackerbau führt natürlich diese zunehmende Betriebsgröße und Schlaggröße dazu, dass Feldränder verschwinden, Bäche zugefüllt werden. Und somit verschwinden die Habitate für Nützlinge, aber auch für Fördertiere, für Nagetiere, für Vögel und so weiter. Da ist es fast noch schlimmer, oder ist es noch wesentlich schlimmer, weil die viele Ackerkulturen es bedingen, dass der Acker wirklich vorher sauber ist. Über lange Zeit sind die Flächen weitgehend unbedeckt. Ein weiteres großes Problem ist natürlich der Pflanzenschutzmitteleinsatz, von dem man inzwischen weiß, dass er viele Insektenarten schwer dezimiert. Und wie kann jetzt die Landwirtschaft biodiversitätsfreundlicher gestaltet werden? Ich bin jetzt im Biolandverband. Wir machen uns gerade auf den Weg, dass wir für jeden Betrieb eine Biodiversitätsstrategie aufstellen. Also wie viele Wegränder das ungenutzt bleiben, die gepflanzt werden mit heimischen, autochthonen Saatgut, das bestimmten Artenvielfalt dient. Und genauso werden wir über Nistmöglichkeiten nachdenken müssen. Das sind nur die einfachen Dinge. Das ist ja unser Ziel, dass wir die Qualität der Böden. Sehr interessanter Ansatz ist der Permakultur, bei dem man eigentlich versucht, die Lebensräume sehr divers zu gestalten. Da geht es darum, einerseits einjährige mit mehrjährigen Pflanzen zu verbinden, Tierhaltung mit der Pflanzenanzucht, diverse Pflanzen anzubauen, die den Boden besser durchwurzeln, also auf verschiedenen Horizonten die Bodendurchwurzelung, und genauso im oberirdischen Bereich mit bodennahen Kulturen, das sind dann oft einjährige, dann Beerensträucher und Obstbäume und andere Gehölzpflanzen werden da verwendet, um den Raum wirklich dreidimensional zu nutzen. Aber man schafft auch für die verschiedensten Pflanzen und Tierarten Lebensräume, die man bei einer Monokultur, bei einer einjährigen Feldkultur so nicht schaffen könnte. Ja, in unserem Arbeitsumfeld, also im speziellen Biogemüsebau, ist der Nützlingseinsatz ja eine der wesentlichen Komponenten, um Pflanzenschutz zu betreiben. Daher ist es uns sehr wichtig, Habitate für die Nützlinge zu schaffen. Und was für unsere speziellen Gemüsebau-Nützlinge hilft, hilft natürlich auch für sehr viele andere Arten. Wir setzen einerseits ganz gezielt Nützlinge ein, um eben Blattläuse, Spinnwilben und so zu bekämpfen. Des Weiteren setzen wir bei den Tomaten auch Hummeln ein, um Bestäubungsarbeit zu machen. Ist die Artenvielfalt denn überhaupt wichtig für die Landwirtschaft? Wir brauchen diese Vögel, wir brauchen diese Grundlage, also die Insekten als Futtergrundlage für die Vögel. Also das ist ja alles ein Kreislauf und wir müssen das durchaus als Symbiose verstehen. Gärtnerischen Anbau ist eine große Vielfalt auch wichtig, weil sich viele Kulturen gegenseitig begünstigen und viele Nutzinsekten sich gegenseitig unterstützen. Die Diversität betrifft ja auch Pflanzenarten, Kulturarten, und da wird auch nur ein Teil des möglichen Ertragspotenzials ausgenutzt. Wenn jetzt Weizen zum Beispiel angebaut wird, dann wurzelt er ja nur 40% des Bodens. Folglich nutzt eine Monokultur auch nur 40% des möglichen Wurzelraums. Und diese Zusammenhänge sind meines Erachtens im Landwirt in der Regel nicht bewusst. Wie steht es da um die Unterstützung aus Gesellschaft und Politik? Es gibt natürlich auch Förderprogramme für den ökologischen Landbau, aber zukünftig wird man diese Förderprogramme wesentlich stärker an der allgemeinen Leistung und am Lebensraum orientieren müssen. Also es bringt ja nichts, wenn ich den intensiven
ich das intensive Grünland fördere, wenn ich die intensive Ackernutzung fördere, mag es richtig sein, dass Landbewirtschaftung vielleicht generell eine Grundförderung braucht. Aber wir sollten eigentlich ausmachen, welcher Qualität ein Lebensraum hat, wenn er gepflegt wird, wenn er bewirtschaftet wird. Da werden wir die Förderung hin ausstalten müssen. Da muss ich ja feststellen, dass es gerade die Förderpolitik eigentlich fast kontraproduktiv ist. Es ist nämlich in der Tat so, dass auch selbst Biobetriebe, die mehr Monokulturen oder weniger Kulturen bauen, sich deutlich leichter tun, Fördergelder in Anspruch zu nehmen. Das bisherige System der Antragstellung mit dem Schwerpunkt auf die Flächenprämien erschwert es uns Landwirten schon, den Betrieb biodiverser zu führen. Einerseits mit der Fruchtfolge, wenn wir als Gemüsebauern mal eine landwirtschaftliche Kultur oder mal ein Grünland mit in die Fruchtfolge aufnehmen, ist es manchmal sehr schwierig, das im entsprechenden Mehrfachantrag entsprechend einzupflegen, einzukodieren. Das Volksbegehren Artenvielfalt wurde 2019 in das Bayerische Naturschutzgesetz übernommen. Neben diversen Schutzmaßnahmen empfiehlt das Gesetz auch eine Transformation hin zu ökologischem Landbau. Wie sehen Sie die Entwicklung knapp 2 Jahre später? Das freut uns natürlich sehr, dass das in der Bevölkerung angekommen ist. Auch dass im Nachgang andere Bundesländer diese Initiativen aufgegriffen haben und zum Teil noch übertreffen wollten, hat schon gezeigt, wie wichtig es ist, solche Initiativen zu starten, weil es doch zu flächendeckend jetzt auch zu Veränderungen geführt hat. Und ich konnte jetzt auch in der Praxis feststellen, dass in verschiedenen Bundesländern in Deutschland die Aktivitäten der Landwirte auch dahingehend zugenommen haben. Also man sieht jetzt Blühstreifen um die Maisfelder, separate Gründüngungsflächen, die jetzt ausgewiesen werden als Blühstreifen. Also man sieht schon, dass solche Initiativen mit Erfolg gekrönt sein können. Im Nachhinein bin ich da sehr relativiert und eigentlich auch enttäuscht, dass man es runtergeholt hat, dass man es eigentlich schon inflationär behandelt hat, gerade was die Begleitgesetzgebung angeht. Also hier hätte man doch deutlichere Akzente hinsetzen können. Es ist doch vollkommen klar, dass man den Einsatz der Pflanzenschutzmittel reduzieren wollen und müssen. Darf es ja auch keinen Streit darüber geben und man kann über die Geschwindigkeit reden, aber bis es schneller geht, ist doch immer gut. Und was kann nun jeder Einzelne von uns tun, um die Biodiversität in der Landwirtschaft zu unterstützen? Es ist schon so, dass ein Landwirt auf das reagieren muss, wenn er seine Produkte sonst nicht verkauft bekommt, wenn sie nicht nachhaltig, in dem Fall auch biodivers, produziert worden sind. Also ist so immer das jede Kaufentscheidung dahingehend durchaus relevant. Man kann das durchaus auch bei seinem Landwirt einfordern, beziehungsweise ihm das Bewusstsein schärfen. Solange er nicht konfrontiert wird damit, wird sein Anbauverfahren nicht ändern. Aber wenn er sieht, dass es notwendig wird, um gesellschaftlich weiterhin akzeptiert zu bleiben oder zu werden, wird er sich damit auseinandersetzen müssen. Wichtig ist, dass mit das Produkt, das gewünscht ist, das der Allgemeinheit dient, mit dem sich die Allgemeinheit auch identifiziert, dass man das an den Kunden bringt, an die Bürgerinnen und die Bürger. Das ist doch die große Herausforderung. Ob das jetzt in der Außerhausverpflegung ist, also wenn jemand in seine Betriebskantine geht oder ob jemand mittags irgendwo was essen will, der will doch einfach bewusster wahrscheinlich essen, weil die Kaufpreissituation oder die Kaufkraft in München ist ja jetzt schlecht für solche Produkte. Also gemeinsam an der gemeinsamen Sache arbeiten sozusagen. Es wird nur gemeinsam gehen. So lässt sich ja was. Wir bewohnen unseren Lebensraum gemeinsam mit allen anderen Arten. Landwirtschaftliche Nutzung verändert Habitate. Wir sollten die Chance nutzen, sie aktiv biodiversitätsfreundlicher zu gestalten. Die Verantwortung dafür liegt bei uns allen. Neben bewusstem Konsum von ökologischen Lebensmitteln gibt es noch andere Möglichkeiten, um sich für Biodiversität in der Stadt einzusetzen. Herr Schrödel hat da noch ein paar Tipps für uns. Wer einen Garten hat oder so, sollte einfach mehr Wildnis zulassen. Ja, seltener mähen, Wildwuchs in den Ecken, unter der Hecke, Laub. Auch mal eine Blühmischung streuen, wenn sie denn aus der Gegend ist und halbwegs ökologisch zusammengesetzt ist, mit wenig Fremdarten drin.
auch, ja, oft ist Nichtstun tatsächlich das Beste. Was man zusätzlich machen kann, ist natürlich immer noch Feuchtflächentümpel, Regenwasser zum Beispiel in Versickerungsflächen umleiten und so weiter. Einen Holzhaufen liegen lassen etc. Heckenschnitt nicht wegtransportieren, sondern unter der Hecke lassen und schon hat man sehr viel getan. Das ist das eine. Und das andere ist, man soll sich halt für Biodiversität auch einsetzen über den Garten hinaus, also im täglichen Leben. Und nach den vielen Wachrüttlern und ernsten Themengebieten in diesem Video hat Herr Schrödel zum Schluss auch noch eine positive Nachricht für uns. Und manche Tier- und Pflanzenarten, denen geht es jetzt tatsächlich besser, als es früher war, ist nicht alles schlecht. Und an so positiven, gerade wenn es Schutzbemühungen sind, Früchte der Schutzbemühungen, an denen kann man sich auch erfreuen und sich selber auch was Gutes tun damit. Es ist nicht alles umsonst und es ist auch noch nicht alles zu spät. Mit diesem schönen Schlusswort möchten wir uns bei euch verabschieden und hoffen, ihr konntet einiges Neues mitnehmen und mehr über die Biodiversität Münchens lernen. Dankeschön.